Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Giga Trivia und es ist Jubiläum, nämlich Folge 50. Das ist die Hälfte von 100, was fast 1000 ist und das ist schon richtig, richtig viel. Zur Feier des Tages gibt es auch was Besonderes, nämlich ein Trivia zu Metal Gear Solid. Viel Spaß dabei. Wenn man sich die Metal Gear Serie anschaut, dann muss man auch über den kreativen Kopf in Teil dem sprechen. Das ist natürlich Hideo Kojima. Aber wusstet ihr, dass er es in seiner Anfangsphase bei Konami alles andere als einfach hatte? Als er sich 1986 als 23-Jähriger bei Konami beworben hatte, war es in der Industrie üblich, dass man als Spieledesigner auch programmieren konnte. Und das war so gar nichts für Kojima, weshalb er als Regisseur von Projekt zu Projekt gereicht wurde, ohne seine eigenen Ideen verwirklichen zu können. Erst nachdem er mehrmals inständig darum gebeten hatte, bekam er 1987 die Möglichkeit, ein eigenes Spiel in einem Kriegsszenario zu entwerfen. Das führte dann zum ersten Metal Gear auf dem in Japan beliebten MSX-Heimcomputer. Der Anfang einer der größten Marken in der Industrie. Das hätte man Konami damals mal erzählen sollen. Wie sicher viele wissen, wurde das MSX Metal Gear 1987 auch für das NES portiert, allerdings gab es dort einige Änderungen. Die waren auf die schwächere Technik der Nintendo-Konsole zurückzuführen, wobei ein ganz bestimmter Unterschied dann doch etwas merkwürdig ist. Der namensgebende Metal Gear-Roboter fehlt. Während man in der MSX-Version noch gegen die bedrohliche Maschine im Kampf antreten musste, darf man auf dem NES lediglich einen Computer zerstören. Zugegeben, der hat schon eine ordentliche Größe, aber das ist trotzdem ein merkwürdiger Satz, oder? Wusstet ihr, dass es zu Metal Gear noch zwei weitere Fortsetzungen gibt? 1990 erschien zunächst Snake's Revenge, mit dem Kojima aber nichts zu tun hatte. Nach dem Erfolg des ersten Teils entschied man sich bei Konami, dass man mehr aus der Marke machen wollte und so entstand ein recht simpler Klon des ersten Teils. Kojima selbst wollte eigentlich nie einen zweiten Teil machen, allerdings redete ein befreundeter Entwickler so lange auf ihn ein, bis er Konami dann doch das Angebot machte. Es folgte Metal Gear 2 Solid Snake. Kritiker wie Fans waren extrem angetan, allerdings hatte der Titel ein ganz großes Problem. Es erschien 1990 auf dem MSX2 und damit war die Zielgruppe enorm klein, zumal viele Spieler bereits auf 16-Bit-Systeme umgestiegen waren. Entsprechend schwach waren die Verkaufszahlen, was aber eigentlich niemanden gewundert haben dürfte. Metal Gear Solid ist auf der ersten PlayStation 1998 bei Spielern wie Kritikern eingeschlagen wie eine Bombe. Aber bevor wir einen Blick auf das eigentliche Spiel werfen, schauen wir uns den Namen mal genauer an. Denn das Solid im Namen hat laut Kojima gleich drei Bedeutungen. Es bezieht sich natürlich auf die Hauptfigur Solid Snake und die Tatsache, dass es das erste 3D-Metal Gear ist, also mehr als zwei Dimensionen bietet. Außerdem ist es ein kleiner Seitenhieb auf den damaligen Konkurrenten Squaresoft. Square bedeutet so viel wie Viereck oder Quadrat, also ein zweidimensionales Objekt. Konami hingegen hatte mit Metal Gear Solid etwas geschaffen, das mehr als zwei Dimensionen hatte, also quasi einen soliden 3D-Würfel. Ein ausgefuchster Seitenhieb. Was hat wohl Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty mit dem Klassiker Titanic zu tun? Nun, im Spiel gibt es eine Dame, die sich Rosemary oder abgekürzt Rose nennt. Die Hauptfigur Raiden heißt Jack und zufällig heißen auch die Hauptfiguren im Katastrophenfilm von James Cameron mit Vornamen Jack und Rose. Da Kojima ein sehr großer Filmfan ist, kann man durchaus davon ausgehen, dass die Anspielung beabsichtigt war. Denn etwas ähnliches hat er bereits mit den Figuren Otacon und Snake gemacht, die Vornamen Hal und David tragen. Hal und Dave könnte man aus 2001 Odyssee im Weltraum kennen. Nach nahezu jedem Ableger der Serie hat Hideo Kojima verlauten lassen, dass er nun mit der Serie abgeschlossen hat und kein weiteres Spiel mehr entwickeln möchte. Er begründete das damit, dass er mit jedem Spiel all das gesagt hat, was er zu dem Zeitpunkt zu sagen hatte. Und das war auch bei Metal Gear Solid 4 der Fall. Er wollte die Regie komplett an seinen Kollegen Shuyo Murata abgeben, der seit Sons of Liberty als Autor an der Serie beteiligt war. Nach Bekanntgabe dieses Vorhabens organisierte sich allerdings ein Fanprotest, der sogar zu Todesdrohungen gegen Kojima führte. Der hatte mit einem solchen Feedback nicht gerechnet und entschloss sich dann doch, die Regie zumindest zu einem Teil zu übernehmen. Eine etwas witzigere Geschichte haben wir zu Snakes Part in Teil 4. Der Weg dahin war nämlich alles andere als einfach, wie Kojima in einem Interview erklärte. Das Team hatte einige Zeit damit verbracht, die richtige Gesichtsbehaarung zu finden. Am Ende entschied man sich dann für den Schnauzer vom Schauspieler Lee Van Cleef, den man hauptsächlich aus Western kennen könnte, zum Beispiel The Good, The Bad and The Ugly. Übrigens hatte Kojima schon zu Sons of Liberty die Idee, Solid einen Bart zu verpassen, der in Echtzeit wächst. Zumindest hat er das auch in besagtem Interview erzählt. Vielleicht dürfen wir in Teil 5 dann auch gleich Echtzeitrasuren vornehmen.
Metal Gear Rising bricht ja ziemlich offensichtlich aus der Reihe raus, was auch gut so ist. Platinum Games hat nämlich ein überaus spaßiges Spiel abgeliefert, das es so unter Kojima sicher nicht gegeben hätte. Und das ist tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn der Titel hat eine recht bewegte Geschichte hinter sich. Ursprünglich sollte es ein Open-World-Spiel werden und zwischen Metal Gear Solid 2 und 4 spielen. Kojima ließ den Entwicklern dabei sehr viel Freiraum, was nur zu Chaos führte. Das Team konnte sich auf keine klare Vision einigen und so zog Kojima vorläufig den Stecker der Produktion. Auf einer Party traf er später zufällig Tatsuya Minami, den Präsidenten von Platinum Games, und bot ihm die Produktion von Metal Gear Rising an. Lange überlegt hat man bei Platinum Games da sicher nicht. Die Vorfreude auf den kommenden fünften Teil der Serie ist bei vielen Spielern recht groß, da hilft auch der Appetit Happen Ground Zeroes nur wenig. Und es gibt nicht wenige, die Kojima und Konami mit der Veröffentlichung rein finanzielle Interessen vorwerfen. Aber wenn man Kojima glauben darf, dann steckt hier weniger Kalkül und mehr Planlosigkeit dahinter. Die Entwicklung an Ground Zeroes lief bereits zu PlayStation 3 Zeiten und überlegte sogar, ob man die PSP als Plattform auswählen sollte, bis man sich doch auf die Next-Gen-Generation mit der PlayStation 4 und Xbox One konzentrieren wollte. Es war auch mal geplant, Ground Zeroes und den fünften Teil zeitgleich auf den Markt zu bringen, da beide sehr unterschiedliche Ansätze haben sollen. Kojima selbst sagt, dass The Phantom Pain im Idealfall kurz nach Ground Zeroes hätte erscheinen sollen. Technische Probleme hätten das aber verhindert und deshalb ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Das war Nummer 50. Die 51 findet ihr dort unten. Da haben wir uns mit dem Triforce aus der Zelda-Serie beschäftigt. Und auf der anderen Seite geht es zu unserer E3-Berichterstattung. Ist ja doch einiges gezeigt worden, interessante Sachen. Da auf jeden Fall mal reinschauen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Tschö.